Hallo und herzlich willkommen bei Welt der Gesundheit TV. Danke, dass du wieder mit dabei bist. Unser heutiges Thema ist Migräne und Burnout. Warum haben wir überhaupt Burnout oder Migräne? Welche Menschengruppe betrifft es besonders stark und was können wir dagegen tun? Das erfahren wir jetzt im Interview mit meinem Gast Thomas Georgiev. Viel Spaß! Hallo Thomas, schön, dass du wieder bei uns bist, einmal im Monat. Heute geht es um Migräne und Burnout. Hallo Jana. Perfekt. Erstmal natürlich wieder die erste Frage. Du kennst sie ja bereits schon. Was genau ist die Verbindung zur Astrologie? Woran kann man Burnout und Migräne erkennen? Vielleicht mal ganz kurz vorab einen kleinen Einschub generell zu unseren Interviews, weil manchmal kriege ich das auch in den Kommentaren. Das, was wir hier machen, das sehe ich so als alternative Betrachtungsweise zu den Krankheitssymptomen. Also neben der Schulmedizin durchaus gleichberechtigt. Ja. Das ist einfach ein Hinweis, einfach mal die Dinge möglicherweise etwas anders zu sehen als die Schulmedizin und da mal hineinzuspüren, ob das was mit einem selbst zu tun hat. Also für mich ist die Schulmedizin ein ganz klarer Bestandteil der Behandlung, ja, weil das Polaritätsgesetz sagt ja, beide Seiten sind wichtig. Also ich würde immer auch schulmedizinisch die Dinge abklären lassen. Auch das wir heute besprechen, dieses Thema fällt da natürlich rein, Migräne und Burnout. Weil wie gesagt, beides dazugehört. So, das als erstes. Die Verbindung zur Astrologie. Da muss ich schlage einen Bogen etwas weiter. Wir kommen dann zu astrologischen Sachen. Hier bei diesem Thema oder bei diesen Themen heute ist auch wieder das Polaritätsgesetz ein ganz entscheidender Punkt. Wir hatten das ja beim letzten Interview angesprochen, da ging es ja um Tinnitus und Depressionen. Da habe ich das Polaritätsgesetz ja schon mal erläutert. Und das besagt ja, dass in unserer materiellen Welt, in der wir ja nun mal leben, die Dinge sich immer in zwei Polen aufspalten. Ja, wir haben das ganz kurz erklärt in dem Interview, in dem letzten. Ja, also dunkel, hell, hoch, tief, jung, alt, Mann, Frau und so könnte man immer weitermachen. Ja? Für unser Thema ist wichtig, und da ist es ja plastisch, sehr anschaulich, die Polarität des Atems zu betrachten. Einatmen und ausatmen. Und wir hatten ja beim letzten Interview schon festgestellt, wenn man nur einatmet, wird es schwierig mit dem Ausatmen. Beides gehört also dazu. Und so ist es auch mit dem Bewusstsein des Menschen. Oder mit den Dingen, die der Mensch im Laufe des Lebens also bewusstseinstechnisch integrieren möchte. Und wenn man nur eine Seite einer Medaille, sage ich immer, sich anschaut, dann verdrängt man letztendlich die andere Seite. Und dies aber dazugehörig. Ja? Einatmen, ausatmen. Und wenn man also diese Energie ständig verdrängt, deckelt, dann ist die ja nicht weg, Jana. Ja, die Energie verschwindet ja nicht. Nach dem Energiehaltungssatz kann ja Energie nicht erzeugt werden. Die kann nicht vernichtet werden. Die wird lediglich umgewandelt. Und mit psychischer Energie, Bewusstseinsenergie, ist das genauso. Die wird also in das Unterbewusstsein geschoben, dort, wo man sie quasi erstmal nicht mehr sichtbar hat. Also, es geht ja mal um den Menschen, der schiebt das dann ins Unterbewusstsein. Aber diese Energie hat die unangenehme Eigenschaft, Jana, dass die dort gärt. Und was passiert, wenn was lange gärt? Nein, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das kommt dann irgendwann nach oben. Also steigt so ein Bläschen nach oben. Und diese Energie meldet sich immer deutlicher. Und da gibt es so eine sogenannte Eskalationsstufe, wie diese Energie sich meldet. Das habe ich in dem Buch von Rüdiger Dralke und Torvald Detlefsen gelesen. Die kennst du sicherlich, ne? In dem Buch Krankheit als Weg. Das ist ein sehr interessantes Buch, das würde ich diesmal empfehlen. Vielleicht könnt ihr das verlinken auch wieder am Ende des Interviews. Zeig mal her. So sieht das aus. Da gibt es eine Story. Zu diesem Buch gibt es eine Story, als ich damals sehr, sehr krank war. Mit Tinnitus hatte ich ja viel, viel Zeit, über mich selbst nachzudenken. Und saß dann zu Hause und überlegte mir tatsächlich, wie kommt es, dass ich immer krank bin? Ja, wie kommt es, dass ich immer krank bin? Und jetzt ist zum Beispiel mein Bruder, der ist relativ gesund, ja, die gleiche genetische Ausstattung.
Und ich habe wirklich lange Zeit, wochenlang damit zugebracht, zu überlegen, wie kommt eigentlich Krankheit zustande? Weil dieses schulmedizinische Modell, das hat mich nicht mehr überzeugt. Ja. Ich hatte das ja erklärt im letzten Interview. Ne? Ich habe lange Zeit, war ich also krank mit Tinnitus. Und ich wollte das wissen. Und da hat das Resonanzgesetz geholfen. Das haben wir ja auch schon mal erklärt, mit was ich in Resonanz bin. Das wird mir begegnen. Ja? Und ich hatte da also so ein Feld aufgebaut und bin ganz spontan, ohne das eigentlich zu planen, raus und bin in den Buchladen auf die Hauptstraße hier in Dresden. Da war ich ewig nicht mehr. Heute noch weiter. Ja, genau. Jahrelang war ich nicht mehr im Buchladen. Jahrelang, weil ich einfach keine Zeit hatte, ein Buch zu lesen, obwohl ich als Kind sehr oft gelesen habe. Bin da rein. Ich wusste noch, ich habe gelesen, Bewusstes Leben oder sowas stand da oben drüber. Habe ins Regal gegriffen und habe dieses Buch gegriffen. Geht das so in die Richtung Neue Medizin? Das ist mit, man könnte sagen, ja, das ist, ja, das passt schon. Inhaltlich passt das schon dazu. Doch, doch. Ja. Und dann habe ich mir das durchgelesen und habe das aber im Laufe dann meiner Beratungstätigkeit, weil ich ja viele Gesundheitsthemen auch berate, auch astrologisch berate. Gibt es ja auch ein Interview von uns, medizinische Astrologie, da habe ich das erläutert. Da habe ich also diese Themen tatsächlich als wahr für mich erkannt. Und deswegen wende ich solche Sachen eben doch an. Ja. Also, diese Eskalationsstufe. Und die würde ich gerne mal vorlesen. Die habe ich mir mal mit rausgeschrieben. Ja, damit ich das jetzt ja nicht verpasse. Also, ich sagte schon, diese Energie gärt und versucht eben auf diesem Weg wieder in das Bewusstsein zu kommen desjenigen, der diese Energie unterdrückt hat. Und Dahlke und Detlefsen sagen, okay, es gibt diese Eskalationsstufen. Zuerst fängt es immer an mit Gedanken. Also wenn ich irgendwas verdränge oder mir irgendwas nicht gefällt, dann habe ich erst einen Gedanken daran. Ja? Geht das schon so in die Richtung dann auch so ein bisschen wie ein Trauma? Also dass ich halt ständig daran denken muss und dass ich das immer... Ja, Trauma sind natürlich, die ergeben sich aus unangenehmen Situationen. Aber es ist ja so bei der neuen Medizin, dass man sagt, man hat ein Trauma und dann geht es ja vor allem darum, dass man immer 24 Stunden ständig darüber nachdenken muss. Ja, wenn man das dann unterdrückt, kann es auch zu Symptomen führen. Absolut. Ich mache mal ein ganz anderes Beispiel, dann wird es sehr, sehr plastisch. Wenn ich also jetzt sagen wir, einen cholerischen Chef habe, höre ich ab und zu mal von meinen Klienten, die haben einen cholerischen Chef. Sowas gibt es ja auch im Bekannten- und Freundeskreis. Ja. Beziehungen. Ja. Und der da ständig rumschreit, wenig adäquat kommunizieren kann und so, dann hat man möglicherweise erstmal den Gedanken, so als Angestellter, ja, ich möchte schon mal zurückschreien. Also den Gedanken kann man dann bekommen. Ja, wenn nur gar nichts fruchtet, keine Kommunikation fruchtet, dann hat man das Gefühl oder den Wunsch, einfach mal zurückzuschreien. Wenn man sich schon diesen Gedanken verkneift und das überhaupt noch nicht mal für sich in das nähere Kalkül zieht, dann eskaliert so eine Energie. Das wäre jetzt in dem Fall die Aggressionsenergie. Ne? Mal zurückzuschreien ist Aggression oder sich oder auch mal adäquat zu äußern. Es muss ja gar nicht schreien sein. Aber die Leute verkneifen sich das natürlich, weil sie angestellt sind und natürlich in einer gewissen, schlechteren Machtposition. Ne? Und dann eskaliert das immer weiter. Nach Dahlke und Detlefsen gibt es dann funktionale Störungen. Wenn man das immer weiter deckelt, das musst du dir vorstellen, wie so ein, kennst du die alten Teekessel, diese Teewasserkessel, wo so eine Wasserpfeife obendrauf, also eine Pfeife obendrauf sitzt und man das Ding immer weiter hitzt und dann irgendwann hat das so einen Druck auf den Kessel, dass dann die Pfeife abfliegt. Ja? Das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Oder das, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Keine Ahnung. Stimmt. Und dann gibt es funktionale Störungen. Funktionale Störungen können sein, ich habe hier ein Wehwehchen, keine Ahnung, eine Warze entsteht oder es drückt mich da mal ab und zu und dann geht es wieder weg und so. Und an solche Dinge kann man sich ja gewöhnen. Ne? Das schleppt man dann mit sich rum und sagt, es ist zwar nicht schön, aber ich krieg's irgendwie in den Griff. Wenn man weiterhin diese Energie unterdrückt, und damit meine ich immer essentielle Energien, dauerhafte Unterdrückung, ja, dann geht das weiter und zeigt dann akute körperliche Störung. Das können dann schon Verletzungen sein, ja? Entzündungen sein. Alle Entzündungen, es können auch kleine, es gibt so diese Haushaltmentalität, diese Unfallmentalität im Haushalt, dass man sich in den Finger schneidet oder sowas. Das sind schon dann körperliche Verletzungen.
Ist übrigens auch nicht zufällig, in welchen Finger man sich permanent schneidet. Also ich rede jetzt immer nicht davon, dass man sich mal irgendwann auch mal schneidet, das ist klar. Aber wenn ich mir zum 10. Mal in den Daumen schneide, ja, und das ja einschneidend ist, dann hat das was mit Mars-Energie zu tun. Weil der Daumen ist dem Mars zugeordnet. Ja, der Mars regiert den Daumen. Und Mars-Energie ist nun mal dynamische Energie. Der kleine Finger ist eher merkurial, also der wird von Merkur regiert. Und das sind natürlich dann Themen, die verletzt sind, wenn man sich ständig da reinschneidet. Zeigefinger? Ah, das muss Jupiter ist der Zeigefinger. Hm. Der Mittelfinger ist Saturn. Hm. Und der Ringfinger? Sonne. Hm. Ja, gibt noch so Mischsignaturen, aber das ist die Hauptsignatur der Finger. Und das hat schon eine Bewandtnis, wenn es an diesen Fingern hapert. Ja? Kann man eben doch astrologisch zuordnen dann, wenn man jetzt jemanden hat, der hat ständig am Daumen ein Problem, dann weiß der Astrologe, es ist der Mars. Und jetzt schauen wir mal in das Horoskop desjenigen rein. Wie steht denn da der Mars? In welchem astrologischen Feld steht der? Macht er da Probleme? Wie kann man den erlösen? Etc. Kann dann der Astrologe Tipps geben. Ja, und wenn das immer weitergeht, dann werden solche akuten entzündlichen Prozesse chronisch. Ja? Dann kann das chronisch werden. So war es zum Beispiel bei mir. Ich habe dann eben Tinnitus gekriegt, von dem die Schulmediziner sagt, dass der chronisch ist. Ja? Oder eine Depression, die also auch nie aufhört, ja? Die man dann medikamentös auch behandeln muss. Und ja, also das sind dann chronische Prozesse bis hin zu unheilbaren Prozessen, wo es dann wirklich auch kaum noch rückgängig zu machen geht, wie zum Beispiel Krebs im Endstadium oder sowas. Ne? Das ist natürlich dann so. Das ist diese Eskalationsstufe, die uns zeigt, okay, hier ist eine Energie wirklich dauerhaft verdrängt. Ja? Und diese Energie, letztendlich die letzte Eskalation wäre dann der Tod durch solche Prozesse. Das ist dann, also dann ist mit der Eskalationsstufe wirklich am weitesten fortgeschritten, ja, da halt dann nichts mehr rückgängig zu machen geht, ja, zumindest mal für dieses Leben nicht. Ja, das ist erstmal das Erklärungsmodell, auch wie man dann zur Astrologie kommen kann, habe ich erklärt, ja, wie man astrologische Dinge dann auch sehen kann. Ja, das wäre es erstmal, was mir jetzt so einfällt. Vielleicht ein kleiner philosophischer Einschub noch, weil das sind so Missverständnisse. Krankheiten, die gibt es nicht. Hm. Jana, Krankheiten gibt es nicht. Warum gibt es keine Krankheiten? Na, man kann ja nur eine haben. Wenn es Krankheiten geben würde, müsste es nach dem Polaritätsgesetz Gesundheiten geben. Ja. Aber es gibt nur eine Gesundheit. Du sagst ja auch nicht, ich bin heute so und so gesund. Ja. Und ich hoffe, morgen bin ich das los oder so. Ja, ja, man sagt ja auch, ich bin krank. Ne? Genau, ich bin krank. Also es gibt nur eine Krankheit und die Krankheit, diese eine Krankheit, das ist der Fall aus der Polarität, die dann in verschiedene Symptome münden kann. Also Krankheitssymptome, die gibt es massenhaft. Ja? Mhm. Aber die Krankheit, die es dann eigentlich zu beachten gilt, das ist der Fall aus der Polarität. Obwohl man natürlich umgangssprachlich immer auch wieder von Krankheiten erzählt. Das ist einfach umgangssprachlich. Da erwische ich mich auch immer wieder. Ja, ja. Das ist der Ansatz. Okay, was für einen Hintergrund gibt es denn jetzt bei den Erkrankungen, abgesehen davon, dass ich jetzt vielleicht über längeren Zeitraum was verdränge? Gibt es da noch einen anderen Hintergrund? Mhm. Und ist es bei Burnout und Migräne gleich, oder? Du meinst jetzt körperlichen Hintergrund oder was naja, meinst eher du? So Achso, du meinst jetzt im Jahr, okay. Ja, also was ist dann das, was man verdrängt? Naja, fangen wir an mit Migräne. Mhm. Du, ja? Wollen wir das mal machen? Genau. Ich würde immer erstmal auch das Symptom, also einfach mal auch genauer beschreiben. Ja, was für Symptome und von Körper und Seele das sind, genau. Genau. Migräne kommt ja also aus dem Griechischen, griechisch ist das die Hemikranie, das heißt halber Kopf, also Halbköpfigkeit. Ja? Mhm. Halbköpfigkeit. Weil diese Spannungszustände, also diese Spannungsschmerzen, sind meistens halbseitig. Ja. Meistens halbseitig. Also ich habe mir aufgeschrieben, Migräne, das sind anfallsweise auftretender, meist halbseitiger Kopfschmerz. Ja, das kennt man so landläufig. Ja. Das kann mit Sehstörungen einhergehen, Lichtempfindlichkeit, Magenprobleme, Erbrechen,
Verstopfung sind auch so ein Thema, was so Migränepatienten berichten, ja, über was die berichten. Das kann, das, manchmal macht das eine reizbare Stimmung, depressiv reizbar, man zieht sich ja dann auch zurück in dunkle Räume etc. Das sind so die Hauptsymptome der Migräne. Ja, man ist auch sehr geräuschempfindlich, kann ich nur sagen. Alles sowas. Und ich kenne auch einige, die haben wirklich dann so Augenbluten, also dass die Äder schon im Augen auch platzen. Ja, also das ist schon so die höchste Form, was ja dann auch durchs Erbrechen oft kommt, durchs Krampfen. Und genau. Gott sei Dank hatte ich das nicht. Also ich habe nur einige Symptome schon gehabt, aber ich war nicht bei allem dabei. Also Migräne und Burnout ist mir jetzt nicht so geläufig, aber ich werde dann auch gleich berichten, dass es oft durch meine Klienten an mich herangetragen wurde, dieses Thema. Auch in diesem Fall Migräne eben, war das ganz stark. Und ja, ich hatte ja gesagt, man muss sich immer überlegen, was wollen mir eigentlich diese Symptome jetzt sagen und was hat das mit dem Polaritätsgesetz zu tun? Genau, das meine ist ich mit dem Hintergrund. Genau, das ist der Hintergrund. Und ich bin, wie gesagt, in diesem Fall stark durch meine Klienten draufgestoßen worden. Ich hatte ja schon mal von der Dame berichtet, in unserem Interview Medizinische Astrologie, die Migräne hatte jahrelang. Kannst du dich erinnern? Da haben wir das mal ganz kurz erörtert. Die von ihrem Mann geschlagen wurde? Nee, vielleicht dann sage ich es nochmal ganz, ganz kurz. Da war eine Frau, er hat eine Frau mit mir Kontakt aufgenommen, die hatte mir am Telefon, also schon eine ältere Frau, 65 oder sowas. Ach ja, kannst du dich erinnern? Wieder sexuell. Genau. Die hat mir also berichtet, sie hat also jahrelang Migräne gehabt, Dauermigräne, nicht weggegangen. Und dann im höheren Alter, sagen wir mal so, mit 60, 65 hat das nachgelassen. Mhm. Und da hatte sie eher so Infektanfälligkeit. Und ich habe das ja in dem Interview recht ausführlich erklärt. Ich mache es ein bisschen kürzer jetzt, ne? Wenn wir noch ein anderes Thema haben. Es ist dann rausgekommen, als ich mir das Horoskop angeschaut hatte, dass es ganz klar, also ihre Migräne-Geschichte und auch ihre Infektanfälligkeit, ganz klar etwas mit verdrängter Sexualität zu tun hat. Ja? Das konnte man astrologisch sehr genau sehen, weil die Planeten, die jetzt quasi im Horoskop die Opposition zum Körper und zum Kopf speziell angezeigt hatten, die beherrschten das Sexualhaus. Also das sexuelle astrologische Haus, ja, die Astrologen wissen das. Ich will nicht zu tief in astrologisches Wissen reingehen, aber mal nur so eine Anregung, wie man das sehen kann. Ja, einfach mal ganz kurz anreißen. Also dort war es ganz klar, verdrängte Sexualität, was die Dame mir sofort, es war, also die hat gar nicht drüber nachgedacht. Sie hat gesagt, ja, das ist ja unglaublich, das ist tatsächlich so. Bei mir findet seit meiner Jugend Sexualität nicht statt, hat nicht stattgefunden, habe ich nicht gelebt, habe ich verdrängt. Sie hat mir dann erzählt, wenn sie gewusst hätte, dass das ihre Migräne macht, ja, ihre Kopfschmerzen macht, ja gut, hätte sie sich dem Thema schon eher widmen können. Sie hatte das bedauert, dass sie dann eben schon noch im fortgeschrittenen Alter war, aber ich hatte das damals ja auch schon erklärt, nichts ist zu spät. Dem Thema kann man sich immer widmen, weil unbearbeitete Themen nimmt man wieder mit in die nächste Inkarnation. Und dort warten die wieder auf Bearbeitung. Also auch das ist nicht verdrängt. Wenn man jetzt denkt, gut, ich habe jetzt dieses Leben nicht bearbeitet, ist eh vorbei. Ja, könnte es ein böses Erwachen geben in der nächsten Inkarnation und dann hat man das ganze Thema nochmal auf dem Tapet. Ja, also das war eine Klientin und kurz darauf hatte ich noch eine andere, das war eine Konzertviolinistin, ja, so eine Geigerin, Konzertgeigerin, die hat mir auch von Migräne, von starker Migräne erzählt, was sie eben auch natürlich verständlicherweise stört, insbesondere wenn sie Konzerte geben muss. Mhm. Ja, ist doch völlig klar, dass das massiv stört. Und ich wusste das dann schon aus diesem Fall der älteren Dame, der älteren Klientin, habe das sofort überprüft im Horoskop. Und auch da war ein Zusammenhang zwischen verdrängter Sexualität oder sagen wir mal angespannt, da war es nicht so verdrängt. Es war einfach, da stand es etwas angespannt. Hatte auch was mit Partnerveranlagung zu tun in dem Horoskop. Und das war ein sehr offenes Gespräch, wir konnten da super reden. Ich bin übrigens sehr, sehr dankbar, dass ich viel von meinen Klienten lernen konnte.
lernen durfte und jetzt immer noch lerne. Weil es ist natürlich wichtig, dass die Klienten natürlich auch dann offen darüber reden. Und das war einfach ein klasse Gespräch. Und ich sagte, ja, Herr Goch, es ist wirklich so, wenn ich ohne Partner bin, bei ihr war es diese ohne Partner-Geschichte, die das begünstigt hat. Wenn ich ohne Partner bin, habe ich Migräne. Wenn Sie das so sagen, das stimmt. Ja. Ja. Und ja, also das war mal der Punkt. So, das war ja deine Frage. Ne? Genau. Also genau. Ja, also ich kenn halt auch eine Bekannte von meiner Mama früher als Kind, die hatte auch ganz schlimme Migräne. Also es war eigentlich so ziemlich der schlimmste Fall. Die hatte also 1 bis 2 Mal im Monat Migräne, aber wirklich auch mit Augenbluten, Erbrechen, konnte nie arbeiten. Ihr Job stand dadurch auch auf der Kippe, ja, aber genau. Die sind ja auch permanent krank. Genau. Die hat es aber relativ gut in den Griff gekriegt. Damals, das ist schon wirklich 20 Jahre her, die hat dann gefastet. Alle halben Jahre. Die zum Fasten direkt, hat direkt eine Fastenkur gemacht und war dann auch so 3 Monate komplett medikamentenfrei. Ja, okay. Also die hat wirklich schon täglich Medikamente genommen, um diese Schübe überhaupt. Ja. Und ja, also es stimmt, weil ich selber habe auch viele Jahre unter Migräne gelitten, wo ich jung war. Also eigentlich ab, ja, Anfang 20. Und das war tatsächlich auch, ich war mit 20... leider auch, sage ich mal, Opfer von sexuellen Übergriffen. Okay. Und habe dann ziemlich heftig Migräne gehabt. Ja, das berührt dieses Thema, ne? Und es ging eigentlich los mit einmal im Jahr, alle halben Jahre, alle 3 Monate und dann monatlich. Ja. Allerdings nicht so schlimm wie bei ihr. Also bei mir war es eher auch so Geräusche, Lichtempfindlichkeit, einseitige Kopfschmerzen. War dann auch nach 2 Tagen vorbei, ab und zu mal erbrechen. Und natürlich, es ist dann schwer wieder zu vertrauen. Also es war dann, glaube ich, das, was du auch angesprochen hast, ohne Partner sein. Ja, genau. Also das war, ich habe das an sich ziemlich gut in den Griff gekriegt. Also ich habe jetzt nicht seelisch darunter gelitten oder irgendwas. Aber man hatte halt einfach, ja, dieser Vertrauenspunkt, sich wieder auf jemanden einlassen. Das ist so dieser, und das hatte sich dann tatsächlich, sage ich mal, so mit 27 gelegt und von da an hatte ich auch keine Migräne mehr. Ja. Wobei ich auch damals mit 27 dann aufgehört habe, Fleisch zu essen. Ja, diese, also ich sagte ja, es sind verschiedene Dinge, die man beachten sollte. Man kann das auch schulmedizinisch behandeln, weil alles, was Linderung bringt, ja mein Gott, das ist gut. Ja. Ja, das gibt Recht. Wobei ich denke eher, dass es, gerade so, wenn man jetzt über solche Dinge wie Fleisch weglassen und sowas, und dass es besser wird, dass das eher... doch eher so Trigger sind, die das auslösen, die also diese Energie doch noch verschärft auslösen. Bei dem einen ist das eben Fleisch weglassen, bei dem anderen ist das, ja, durchs Fasten wird es besser. Ja? Und das sollte man machen. Also das, dagegen gibt es überhaupt nichts zu sagen. Das sollte man auf alle Fälle machen. Aber ich persönlich denke jetzt, dass das eher Trigger sind, also Auslöser, dass es nicht unbedingt die Ursache ist. Ja? Ursache, finde ich, ist eher diese verdrängte sexuelle Problematik. Vielleicht können wir uns der Sache nochmal auf der anderen Seite ein bisschen von der anderen Seite uns anschauen. Wenn man sich mal so ein Migräne-Geschehen anschaut, ja, dann hat das wirklich was von umgekehrter Sexualität. Wenn man das mal beschreibt, ja, bei Migräne fließt ja das Blut in den Kopf. Die Spannungen steigen. Ja, Blutzufuhr in den Kopf, der Spannungsdruck nimmt zu, das Druckgefühl nimmt immer weiter zu, bis es eben teilweise unerträglich wird. Das kann ja auch eine ganze lange Zeit gehen. Ne? Das kann stundenweise, stundenlang kann das gehen. Ja, ja. Ja. Und dann im Höhepunkt, sage ich mal, kommt diese Entspannungsphase, wo der Druck also nachlässt. Und viele Migräne-Patienten berichten also dann von einer, ja, durchaus Wohlfühlphase im Abklang dieser ganzen Geschichte. Na gut, es geht einem dann besser. Und wenn man das einfach mal runterbricht, könnte man sagen, okay, das ist letztendlich der Orgasmus im Kopf. Ja? Denn diese Dinge finden ja normalerweise beim Sexualakt unten statt. Im Körper. Blutzufuhr, Spannungsaufbau, immer weiterer Spannungsaufbau,
Entspannungsphase, wenn man den Orgasmus dann bekommt, ja, Entspannungsphase, Wohligkeitsgefühl, und man ist da auch eher im Dunkeln, ja, wobei, da gibt es ja keine, mittlerweile kann man das ja so aus... Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ja, genau, das war früher so. Ja, aber der Migränepatient will ja eher dann ins Dunkle. Ja. Mm-hmm. Man kann schon sagen, das ist so ein verdrehter Orgasmus, der quasi nicht mehr stattfindet im Körperlichen, sondern der, und jetzt haben wir die verdrängte Polarität, der verdrängte Pol ist die Körperlichkeit, die sinnliche, körperliche Wahrnehmung. Und wie gesagt, Sexualenergie ist meines Erachtens die mächtigste Energie überhaupt beim Menschen. Also sexuelle Energie permanent zu verdrängen, dazu gehört schon was. Ja, also, und das geht ja eben nicht, weil wie gesagt, es kocht da unten, es eskaliert. Und dann sagt der Körper, okay, wenn ich das hier unten nicht ausleben darf, ja, du noch nicht mal daran denkst, also dir sogar die Gedanken verbietest. Man denkt jetzt zum Beispiel an Priester im Zölibat. Mhm. Ja, die kriegen es ja auch nicht verdrängt. Ja, letztendlich resultieren dann die ganzen Missbrauchsfälle daraus, weil sie es eben nicht verdrängen können. Ja. Dann sagt der Körper, okay, dann schiebe ich die gesamte Angelegenheit, aber auf unerlöste Art und Weise in dein Denken, ja, in den Kopf rein, und du musst dich damit auseinandersetzen, aber doch auf eine unerlöste Art und Weise. Mhm. Ja. Ja, wobei die erlöste Art und Weise muss jetzt nicht immer der Sex selber sein. Also das hat ja dann wirklich was mit Energien zu tun. Da hatte ich jetzt ein interessantes Interview mit Frank Fies, könnt ihr euch mal anschauen, bewusste Sexualität und Selbstliebe. Auch sehr, sehr interessant. Und da erklärt er eben auch, dass es jetzt nicht beim Sex immer um Sex geht. Absolut. Es geht letztendlich um Sinnlichkeit. Genau. Dass man die, ja, sich auch Bewusstsein vor allem. Ja, ja. Genau. Bewusstsein, Kommunikation ist ganz wichtig. Und altes Wissen ist auch tatsächlich auch sehr wichtig. Ja. Das geht schon damit los eigentlich, wenn man sich in diesem Thema nähert. Das hatte ich auch der älteren Dame dann empfohlen, meiner älteren Klientin, die ja dann bedauert hatte, dass ich jetzt schon so alt war sie ja nicht, um dieses Thema adäquat zu bearbeiten. Da habe ich auch gesagt, okay, es ist nie zu spät. Man kann erst mal damit anfangen, weil sie hat sich das ja psychisch schon, also in Gedanken schon verdrängt. Ja. Ja, da habe ich ihm empfohlen, ja, lesen Sie einfach mal erotische Literatur. Schauen Sie sich mal, ja, sinnliche Fotos an, und nähern sich dieser Geschichte von der Seite. Dann, ja, Sinnlichkeit erfahren kann man ja auch, ja, durch sinnliches Essen oder sinnliches Berühren. Manche gehen zum Tantra, wer das will, ja, kann das so machen. Ja, aber es deckt sich ja mit Frank Fies, Kommunikation. Ja, also absolut. Sind wir mal ganz ehrlich, wie viele Leute können ehrlich, authentisch und von ihren Gefühlen bewusst über Sexualität sprechen? Hm. Also schon alleine mit ihrem Partner oder... Ja. Mit Gleichgesinnten, das sind die wenigsten. Also das können nicht viele Menschen. Und da fängt es ja schon an. Ja, absolut. Da geht es ja schon los. Und da fängt die Verdrängung dann schon an, wenn man eben mit dem Partner nicht mehr drüber reden kann. Interessant ist ja, dass besonders Frauen, aber es gibt auch Männer, die Migräne haben, dass besonders Frauen ja insbesondere Migräne vorschützen, wenn sie keinen Sex mit dem Partner haben wollen. Ja. Ja, das ist doch... Ist doch aber, ne, interessant. Das deckt sich dann eigentlich wieder mit traumatisierte Gesellschaft. Mhm. Traumata, die weitervererbt werden. Und wir kennen es von unseren Urgroßeltern oder Großeltern, die ja auch gerade die Frauen im Krieg sexuelle Gewalt erleben mussten. Vergewaltigungen. Das wird ja mit weitervererbt. Mhm. Ne? Also das bleibt ja mit drin. Mhm. Und ich glaube, deswegen betrifft das vor allem eben auch Frauen. Weil Frauen sind ja, sage ich mal, in erster Linie Opfer von sexueller Gewalt. Gibt auch natürlich Männer und auch gerade Jungs. Aber es betrifft ja in erster Linie vor allem Frauen. Ja, Frauen sind wohl dreimal häufiger betroffen als Männer von dieser Thematik. Wobei ich mich sehr erinnern kann, in meiner früheren Tätigkeit hatte ich einen Kollegen, der hatte fast dauerhaft Migräne. Also das war so schlimm. Der hat dann die stärksten Blocker eingeworfen. Das hat dann schon gar nicht mehr geholfen. Genau. Der hatte also jede Woche mindestens 2-3 Mal Migräneattacken. Also es war unglaublich. Ich glaube, das sind dann auch Menschen, die wirklich schon als Kinder über Jahre wahrscheinlich auch sexuell missbraucht worden sind. Ja. Das kann ich jetzt nicht so einschätzen, aber das Thema steckt dann im Übrigen. Weil manchmal habe ich gehört von meinen Klienten, nee, Sexualität ist das sicherlich nicht, weil ich bin voll in der Sexualität drin und so. Und da kann man sagen, beide Seiten können eine Verdrängung anzeigen.
Also entweder, dass ich mich nicht mehr um dieses Thema kümmere. Ja, das kann eine Verdrängung anzeigen der Sexualenergie. Oder wenn ich meine Sexualität demonstrativ, ich sage mal so sexprotzmäßig zur Schau stelle, hat das auch was mit Verdrängung zu tun. Also beide Dinge muss man beachten. Es ist wie beim, wenn jetzt jemand sehr, sehr glücklich ist, dann kann man ja vor Glück auch weinen und man kann lachen. Ja. Ja, da könnte man sagen, was hat das jetzt miteinander zu tun? Ja, es entspringt dem Glücklichsein. Und so ist es jetzt in unserem Falle mit der verdrängten Sexualität. So kann man verdrängen und so kann man verdrängen. Ja. Ja? Nur mal so als Hinweis. Also, wer mehr über Sexualität wissen möchte, schaut das Interview mit Frank Fries. Da geht es eben auch darum, dass auch Menschen, die solche Dinge verdrängen wollen, teilweise auch sexsüchtig sind. Ja, absolut. Süchtig nach Pornos sind. Und so eine Geschichte eben. Ja, Porno ist übrigens tatsächlich, also gut, wahrscheinlich haben alle mal Porno geguckt. Naja, es geht ja jetzt um Sucht. Ne? Genau, wir reden jetzt von Sucht, fünfmal am Tag mir ein Porno reinzuziehen und mich auch selbst dabei zu befriedigen. Ja. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Das ist der Punkt. Porno macht auch tatsächlich, insofern ist das problematisch, weil das die Sexualität auch mit dem Partner stört. Nachhaltig. Absolut. Und nachhaltig stört. Das ist den meisten gar nicht bewusst. Also regelmäßiger Pornokonsum, da habe ich mal einen Psychologen, das habe ich mal im Interview irgendwo gesehen, der hat das sehr gut erklärt. Also das stört die Sexualität mit dem Partner nachhaltig. Es stört die Kommunikation und die Beziehung. Also auch das Weltbild, wie sehe ich eine Frau oder wie sehe ich einen Mann? Weil wir wissen, in Pornos sind Frauen ja immer willig und immer bereit. Mhm. Und das verwechseln dann viele Männer mit dem wahren Leben. Mhm. Ne, und nehmen sich dann auch einfach das, was sie sich nehmen wollen, ohne Rücksicht auf die Frau dabei zu nehmen, was die vielleicht möchte oder eben nicht möchte. Lass uns mal noch bitte darauf eingehen, wie kann ich mich denn jetzt gegen Migräne schützen? Vielleicht noch 2, 3 Tipps. Naja, also wie gesagt, der erste Tipp ist der, sich dem Thema stellen. Sich das Thema bewusst machen, sich beschäftigen. Das ist überhaupt schon zu erkennen. Absolut. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das den Körper entlastet. Wenn man überhaupt mal gewillt ist, sich das anzuschauen. Jetzt könnte es auch Leute geben, die sagen, nee, das ist nichts und ach, wenn ich das schon höre und so. Naja, okay, dann ist das keine Beschäftigung mit dem Thema, aber auch das zu akzeptieren, wenn das jemand nicht möchte, ist es okay. Aber ich finde, der Körper wird entlastet, wenn das Bewusstsein, ich sag mal, dorthin schaut. Ja? Und dann kann man natürlich, ja, ich sagte ja schon, auch Beschäftigung mit sinnlichen Sachen, erotischer Literatur, auch ein Gefühl für den Körper wieder bekommt. Das haben manche Leute ganz entweder nie gelernt oder verlernt. Ja, Gefühle zuzulassen. Gefühle zuzulassen, sowas einfach mal zu üben, auch mit dem Partner, wenn es mit dem Partner solche Probleme gibt, einfach auch wirklich mit dem Partner zu sprechen, wie du schon sagtest, ist extrem wichtig. Hatten wir bei Zahngesundheit männliches Prinzip, weibliches Prinzip, in der Zwischenstand die Kommunikation. Kannst du dich erinnern? Ja, der Merkurzahn. Ja, also mehr, Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Und dann kann man natürlich, und da bin ich wie gesagt immer dafür, alles ausprobieren, was mir selbst individuell hilft. Also Trigger abzustellen, Auslöser abzustellen. Wenn du gemerkt hast, dann bitte Stress reduzieren, bitte Fleisch reduzieren, wenn dir das hilft. Und wenn bei dem anderen Fasten hilft, bitte das probieren. Und wie gesagt, ich bin da nicht weit weg, wenn mir hilft, übergangsweise auch mal ein starkes Schmerzmittel einzuwerfen, dann kann man das mal machen. Dagegen gibt es doch überhaupt nichts zu sagen. Ja? Wenn ich einen Herzinfarkt bekomme, dann schreie ich auch nicht nach meinem Homöopathen. Ja, ja. Dann möchte ich, dass ein gut ausgebildeter Rettungssanitäter oder ein Rettungsarzt sich um mich kümmert. Dann rufe ich auch nicht einen Astrologen an und frage nach einem günstigen Zeitpunkt. Mhm. Ja? Dann muss Schulmedizin ran. Und für mich ist das eine Sache von vielen, die man abklären kann. Das ist gar keine Frage. Ja, ich würde gerne noch 2 Sachen ergänzen. Mhm. Zum einen, wenn es euch nicht persönlich betrifft, beschäftigt euch mit eurer Ahnenreihe. Denn vielleicht kommt es wirklich von der Mutter, Großmutter, dass die das an euch weitergegeben haben, diese Ängste weitervererbt haben. Das ist ein Punkt. Und weil du sagst, Schmerzmittel sind tatsächlich in dem Fall, ich bin wirklich kein Freund von Schmerzmitteln. Ich habe es auch selber immer versucht zu vermeiden. Aber bei Migräne ist es nicht dumm, weil der Punkt bei Migräne ist, es steigert sich. Und wenn man nichts macht, wird es immer schlimmer.
bis natürlich zum Höhepunkt, wo dann diese Erleichterung, der quasi der Orgasmus kommt. Ja, genau. Von daher, wenn man merkt, aha, ich kriege jetzt gerade so einen Migräneschub, ist es wirklich nicht verkehrt, in dem Moment Schmerzmittel zu nehmen. Was aber natürlich trotzdem heißt, dass man sich weiter damit beschäftigen soll. Also Schmerzmittel sind nicht die Lösung. Absolut. Ja, das ist, in dem Moment hilft es, aber trotzdem dann, wie das du schon angesprochen hast, sich mit den Themen beschäftigen. Ich würde gerne zu Burnout kommen, ist es okay? Gerne. Dann geht los. Burnout, erstmal, was sind die Symptome? Ja, auch hier lese ich mal vor, ne? Burnout-Symptome, was man so landläufig kennt, das ist einfach ein Ausgebranntsein. Ne? Das einfach auch mangelnde Energie. Ja, in gewisser Weise auch eine Lustlosigkeit. Man hat keine Lust mehr auf die Dinge, man ist fertig, man ist wirklich ausgebrannt, nervlich überstrapaziert. Das hat auch ein bisschen was schon auch mit Depressionen zu tun. Ja, genau. Ja, das ist gar nicht so leicht zu trennen, das hat schon auch was, das berührt sich gegenseitig. Es gibt eine kleine Unterscheidung im verdrängten Pol, da würde ich dann drauf eingehen. Bitte erinnere mich dran, wenn wir dort sind und ich mach's nie. Versuch's. Ja, ich möchte jetzt da kurz noch weitermachen. Also Depressionen, wie gesagt, man kann schlecht schlafen, alles so die Dinge, die man eigentlich eigentlich kennt. Aber das Wichtigste ist dieses Ausgebranntsein. Dieses Gefühl, einfach fertig zu sein, keine Energie mehr zu haben. Das sind so die Leitsymptome von Burnout. Ja? Und jetzt kann man ja genauso überlegen, was ist hier eigentlich verdrängt und ja, wie kann man das bearbeiten? Ja. Und bei Burnout erwähne ich, weil das ist für mich ein ganz wichtiger Knackpunkt, der jetzt kommt, erwähne ich mal Bore-out. Sagt dir das was? Ja, wenn man sich zu Tode langweilt. Wenn man sich zu Tode Arbeitslose langweilt. Arbeitslose haben das oft, ja. Aber das haben nicht nur Arbeitslose, das haben viele Leute, die auf Arbeit gehen. Und unterfordert sind. Und völlig unterfordert sind. Deren Energie falsch eingesetzt wird. Tja, das berührt diese Energie. Da gab es mal eine Umfrage, ich habe das mal mit Erschrecken zur Kenntnis genommen. Ich glaube, 30% der Arbeitnehmer, ich glaube, das war sogar ein bisschen mehr, ich habe es nicht mal ganz genau im Kopf, aber so in dieser Dreh lag das, die haben innerlich schon gekündigt. Ja, das kam ich auch schon. Ja, also dieses Gefühl hatte ich auch schon mal, als ich noch angestellt war. Das kam meine Zeit, da hatte ich innerlich gekündigt. Weil es hat nichts gefruchtet, auch meine Energie, die ich eingebracht hatte, die wurde nicht zur Kenntnis genommen. Ja, das ist genau der auch Punkt. Sowas, da schalten die Leute ab und dann geht es in Bore-out. Und das trifft eben nicht nur die Arbeitslosen, das trifft auch die hart arbeiten, die einfach ein Sinnlosigkeitsgefühl haben und denen ihre Arbeit überhaupt gar keinen Spaß macht. Da fehlt die Begeisterung. Die sich langweilen. Ja, die sich langweilen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du jede Stunde auf die Uhr guckst, wann endlich Feierabend ist. Das ist eigentlich schon das Zeichen dafür. Und fragen mich die Leute manchmal. Ich fühle, dass die Zeit vergeht einfach nicht. Was ist denn das für, woran kann ich das erkennen? Da sage ich genau das. Wenn sie dreimal alle fünf Minuten in der Viertelstunde auf die Uhr gucken, dann ist das ein Zeichen, dass sie was langweilt. Ja. Und dann geht das in Burnout, weil, wenn ich mich nämlich schon am Anfang des Tages zwingen muss auf Arbeit, ich schon da reingehe, ich hatte mal so ein Gefühl, als ich nur die Eingangstür in der Hand hatte zu meiner Arbeit und da reingegangen bin, war ich schon so lustlos, schon so depressiv. Da habe ich schon auch so Zustände gehabt, und jetzt wieder hier 9 Stunden zubringen, um einfach mal nur das Geld abzuholen. Ich habe es dann relativ schnell erkannt und habe es geändert. Aber das ist so eine Zeit, wo man eben wirklich in den Burnout, man dann ausgebrannt ist. Und jetzt kommt was, wo man das sofort feststellen kann. Wer kleine Kinder hat. Wer überhaupt kleine Kinder, insbesondere kleine, die sind dann noch relativ stringent. Ja. Meine ganz kleine Tochter jetzt, die ist jetzt 4 Jahre, die große ist raus, aber bei der konnte ich das natürlich auch beobachten. Kinder sind von früh um 6 bis abends 21 Uhr wach. Also meine jedenfalls, die lässt auch den Mittagsschlaf jetzt weg. Ganz zum Leidwesen von mir, ich würde mich dann hinlegen. Der Großen habe ich damals erzählt, wenn du mal groß wirst, dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Ach, das ist nicht so und so. Und jetzt ruft sie mich an und sagt, ach, wenn ich mal schlafen könnte. Ja.
Aber die Kinder haben doch kein Burnout. Nee. Hast du schon mal ein Kind beobachtet, also ein gesundes Kind, was Burnout hat? Also was nicht in die Schule geht. Ich rede, ja, dann geht es nämlich dann schon los. Ja? Ja, ja. Dann geht es dann schon los. Hat man keine Lust, das zu machen, hat man keine Lust, das zu machen, dann sind die fertig. Dann machen die auch mal wieder einen Mittagsschlaf, ja, mit 14, 15, 16. Hatte meine Große auch. Aber wenn ich meine kleine Tochter beobachte, von früh um 6 ohne Mittagsschlaf und der Papa denkt jetzt, ich lege die 20 Uhr hin, dann ist Ruhe. Nee, das ist immer noch nicht Ruhe. Da muss man auch mal was vorlesen, eine Geschichte erzählen oder was vorsingen oder sowas. Da denkt man, wann schläft das Kind endlich? Ist die nicht fertig? Keineswegs. Die ist deswegen nicht fertig, weil die den ganzen Tag gemacht hat, was ihr Spaß macht. Da brennt das Feuer der Begeisterung. Wer kann denn das von sich behaupten? Also ich will den Leuten nicht zu nahe treten, aber eine Vielzahl von Menschen geht auf Arbeit ohne Feuer. Ja. Ohne Begeisterung. Ja. Und dann ist man relativ schnell in der Burnout-gefährdeten Risikogruppe drin. Ja? Also letztendlich wäre dann das zu empfehlen, was auch in der Bibel steht, glaube ich. Ich bin nicht so bibelfest, aber was man landläufig so hört. Werdet wie die Kinder, steht da drin. Ja? Das heißt durchaus, ja, guckt euch mal an, wie die Kinder das machen. Die sind voll energiegeladen. Naja, die machen meistens nur das, was denen Spaß macht. Meine Tochter, die hat dann keine Energie mehr, wenn ich sage, du, aber aufräumen müssen wir das jetzt auch noch. Ach, da geht's dann so los. Und, ach, habe ich keine Lust. Und dann ist es so lustlos. Und da denkt man, jetzt ist sie müde oder so. Nee, ihr macht das nur keinen Spaß. Ja? Dann kann man natürlich nicht alles durchgehen lassen. Das muss man dann schon auch durchsetzen, auch mal, weil das mit dazugehört nach dem Polaritätsgesetz. Müssen sie auch lernen. Da muss sie dann auch durch. Oder der Papa muss durch, weil da muss es dann ja durchdrücken. Weil ich kann mir noch was Einfaches vorstellen, ja, oder was Entspannteres. Aber letztendlich gehört das dazu. Wichtig ist, dass man also, wenn man im Burnout ist, sich ebenfalls diese Zusammenhänge klar macht. Ja? Neben natürlich gesunder Ernährung. Das ist doch gar keine Frage. Also energiereicher Kost. Die den Namen noch, sage ich mal, mit Recht trägt, Lebensmittel. Ja, wenn man so in den Markt geht, Lebensmittel. Ah, Lebensmittel sollen Leben bringen, Lebensenergie bringen. Ich würde eher sagen, da gibt es Nahrungsmittel, ja. Also, oder Füllmittel. Ja, Füllmittel passt ganz gut, ja. Ja, Füllmittel. Oder Krankheitsmittel. Ja, oder sowas. Wenn ich da immer sehe, so, was die Leute so aufs Band legen, denke ich immer, mein lieber Mann, das kannst du eigentlich gar nicht kaufen. Beobachtest du das auch immer so extrem? Ich bin da auch ganz schlimm. Ich gucke das immer. Das gucke ich dann ab und zu mal mitunter. Interessiert mich dann einfach nicht, weil man immer ständig. Ich bin Fokus da ganz hat. Schlimm. Ich gucke auch immer, was die Leute aufs Band legen oder was die in ihrem Korb haben. Mittlerweile ist es, das finde ich jetzt gar nicht so schlecht, weil die machen sich auch Gedanken. Ich erwähne das jetzt mal. Lidl zum Beispiel, aber auch andere Märkte haben durchaus viele Produkte im Sortiment, die bio sind. Müssen sie. Ja, weil die Leute auch wollen. Geht ein riesen Umsatz flöten, wenn die das nicht machen. Ja, die Leute wollen auch. Und ich denke immer, gesunde Kost ist Kost, die noch die volle Energie hat. Ja, aber Bio, also beziehungsweise so vegan, vegetarisch ist auch nicht immer gesund, ne? Nein, das haben wir ja schon mal besprochen. Das hatte ich ja schon mal erwähnt, weiß nicht, was für ein Interview das war. Also keine Ahnung, ob auch die Bio-Abteilung im Lidl, ob das jetzt, es wurde ja auch teilweise getestet, dass es auch nicht wirklich anders ist. Ja, gar keine Frage, aber wie gesagt, der Trend geht ja eh zu Bio, das haben wir im Wassermann-Zeitalter-Interview besprochen, um mal den Bogen zu schlagen. Ich freue mich schon auf unser nächstes Interview. Ja, nur mal kurz für die Zuschauer, die das noch nicht gesehen hatten, ansonsten empfehle ich das, sich das anzugucken natürlich, weil wir gehen ja in ein neues Zeitalter und ein Merkmal dieses Zeitalters ist es ganz klar, dass die Nahrungsmittel eher vegetarisch werden. Ja. Eher. Das kann man sehen. Das werden wir ja auch nochmal besprechen. Also schaut euch nochmal die Jahresprognose 2020 an. Die ist online, die könnt ihr sehen. Die hatten wir schon im März reingestellt. Diesmal werden wir natürlich die Jahresprognose für 2021 direkt im Anfang Januar, der ersten Januarwoche online stellen. Und ja, da erfahrt ihr dann alles, was uns im nächsten Jahr erwartet. Und dann könnt ihr euch schon
optimal darauf vorbereiten und darauf freue ich mich schon riesig. Ja, okay. Ich bin schon total, ich habe dich ja schon eine ganze Zeit gelöschert. Ja, und ich stehe so. Suche schon, um irgendwas rauszukriegen. Ja, du kannst nicht so viel rauskriegen, weil ich habe es noch nicht in Gänze gemacht. Naja. Und ich habe tatsächlich auch viel zu tun, weil, wie gesagt, meine kleine Tochter dann da ist manchmal, also oft. Ich habe die ja regelmäßig. Und da komme ich zu gar nichts. Und zwischendurch muss ich auch meinen Klienten beraten. Was ich noch sagen wollte, was auch extrem wichtig ist, ihr verbringt die meiste Zeit auf Arbeit. Ihr verbringt mehr Zeit mit euren Arbeitskollegen als mit eurer Familie. Ja. Deswegen ist es auch unglaublich wichtig, dass man eigentlich ja schon ein freundschaftliches Verhältnis zu seinen Arbeitskollegen hat. Absolut, das gehört natürlich auch also dazu. Man muss sich mit seinen Arbeitskollegen wirklich zwangsläufig gut verstehen. Es bringt nichts, da ein Eigenbrötler zu sein oder sich abzukapseln. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe mal als Verkäuferin in einem großen, exquisiten Klamottenladen gearbeitet. Und wir waren damals, ich glaube, 27 Frauen. Eine ganz schöne Menge. Hm? Es war die Hölle. Also es funktioniert ja hinten und vorne nicht, weil es sind ja immer mindestens 5, die irgendwie rumzicken und anfangen Stimmung zu machen und über andere reden. Und das war so schlimm, weil ich kann sowas nicht. Ich muss auch sagen, ich habe auch kaum Freundinnen. Ich bin eher so in der Männerdomäne. Ne? Mhm. Man sieht das ja hier, ich bin ja nur von Männern umgeben. Weil wir Männer einfach netter sind. Ach, natürlich. Deswegen ist das so, Jana. Wahrscheinlich ist das darauf so. Das hätte ich jetzt eigentlich nie sagen dürfen. Aber du, es war wirklich so, ich bin früh, ich habe mich zurechtgemacht, wie das so ist, bin auf Arbeit, habe meinen Mantel angezogen, meine Schuhe angezogen, Tasche umgehangen, wollte los und bin zurückgerannt auf Toilette. Mhm, das siehst du. Habe ich erstmal komplett erbrochen. Dann ist es schon sehr, sehr weit. Dann ist es eigentlich Mund ausgespült, Zähne geputzt, wieder los. Also wenn du dann schon jeden Morgen, bevor du auf Arbeit gehst, in dem Moment, wo du losgehst, erbrechen musst, also spätestens dann, sollte einem klar sein, man sollte diesen Job kündigen. Absolut. Vielleicht möchte ich noch ergänzen, von Burnout bedroht sind insbesondere auch Leute, ich habe es mir hier noch aufgeschrieben, deswegen fällt mir es jetzt auf, Leute insbesondere so mit so einem Helfersyndrom, die also permanent für andere da sind, nicht so sehr für sich selbst, ja, das müssten die dann lernen. Also so dieses permanente Helfersyndrom, wo man auch beständig über seine Grenzen geht und was dann eben auch irgendwann keinen Spaß mehr macht, wo die Begeisterung dann irgendwann auch wegfällt, weil man überlastet ist. Solche Leute müssen natürlich auch lernen, sich selbst abzugrenzen. Naja, aber ich glaube auch wie bei mir, wenn man einfach so harmoniebedürftig ist. Und wenn man dann ein Team hat, was immer so stänkern muss. Und ich glaube, dass es auch gerade Menschen trifft, die auch sehr sensibel sind. Die einfach so ein bisschen feinfühlig sind und sich schnell viel annehmen. Und dieses Helfersyndrom, das sind ja nur einfach mal sensitive Menschen. Genau. Wenn ich das astrologisch jetzt einfach mal runterbreche, weil wir haben ja auch ein bisschen Astrologie-Thema, sind das so Menschen, die so eine Fischeveranlagung haben. Das können auch andere sein, man muss das ganze Horoskop sehen. Nicht, dass man jetzt immer sagt, das sind die Fischeleute. Nein, das sind sie nicht. Ich bin ja Feuer, Löwe. Ja, Sittung, genau. Ne? Da muss man muss das ganze Horoskop sehen. Das erkläre ich auch meinen Studenten immer nicht, dass die immer sagen, du bist Löwe, du bist Fisch, dann bist du so und so. Nein, ganz und gar nicht. Ja? Es gibt verschiedene Löwe-Ausprägungen, verschiedene Fische-Ausprägungen und verschiedene Steinbock-Ausprägungen und was auch immer es gibt. Ja. Also das soll man schon dann sehr genau sich anschauen. Aber diese Menschen sind eben besonders gefährdet. Ja. Was ich noch erwähnen möchte, was generell wichtig ist, weil du ja fragst, was kann man noch tun? Ja, wie können die sich schützen? Naja, erstmal, wie gesagt, auch hier wieder bewusst werden und das Lernen, sich abzugrenzen. Man kann lernen, sich abzugrenzen. Ja. Das ist möglich, das kann man lernen. Man kann auch die Dinge verändern, so wie du das getan hast. Also durchaus, wenn mir jetzt der Job keinen Spaß mehr macht, dann plädiere ich dafür, Möglichkeiten und Wege zu finden. Und wenn man das einfach nur erstmal anfängt zu durchdenken. Ja. Und meistens ist es so, wenn man anfängt damit, dann gibt der liebe Gott, sage ich auch immer, einen Fingerzeig und gibt einem die Gelegenheit, genau wie ich das ergibt Buch gefunden dann. Hatte damals. Ja, es ergibt sich. Du musst doch mal den Willen haben. Manche Leute sagen, naja, es ergibt sich keine Möglichkeit. Ich sage, wie viele Bewerbungen haben Sie denn geschrieben? Keine. Ich sage, keine. Ja, es ist schwer, bei Burnout fehlt einem dann die Kraft, die Motivation. Aber man muss trotzdem mal wenigstens schon mal ins Internet schauen. Ja. Mal sich umhören, vielleicht Freunden Bescheid sagen, du, ich suche was Neues. Es ist auch nie verkehrt, das erkläre ich meinen Klienten immer, dass man im Vorfeld, wenn es einem schon gut, noch gut geht und man merkt, es ist nicht mehr das, was ich machen will, dass man da sich einfach mal schon initiativ bewirbt. Das hat nämlich mehrere Vorteile. Man trainiert das mal. Man sieht mal, was ist überhaupt auf dem Markt los? Was bin ich noch wert? Was bin ich anderen wert?
schätzt mich eigentlich mein jetziger Chef mit dem, was ich so verdiene? Ja? Und ich sag mal, das kann man schon angehen. Vielleicht macht der eigene Job dann auch plötzlich wieder Spaß. Möglicherweise ist es dann, dass man merkt, oh. Bei den anderen ist es noch schlimmer. Oh, das ist noch schlimmer. Möglicherweise, es hilft auch durchaus, sich mal zu arrangieren mit gewissen Dingen. Du weißt ja, es gibt Dinge, die man ändern kann. Und es gibt Dinge, die man nicht ändern kann. Und Gott möge uns die Einsicht geben, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, also so. Naja, man wird ja auch betriebsblind. Ja. Sie, manchmal Menschen merken auch nie, dass es ihnen zu gut geht. Ja, das ist durchaus, ist auch ein Thema. Ja? Mhm. Dass man einfach sieht, aha, was habe ich da, was habe ich dort, ich habe mich jetzt 10-mal beworben, es wird nicht besser. Dann kann man sich auch arrangieren. Mhm. Oder bei mir war das so, das letzte Jahr war ich in einem Autohaus als Autoverkäufer. Und die letzte Zeit hat mir... Hast du auch schon alles gemacht? Ja, viel gemacht, weil ich dachte, ich wechsle die Tätigkeit und dann wird das besser mit mir, mit meiner Burnout-Geschichte, meiner Depression. Mhm. Bis ich gemerkt habe, es liegt nicht daran, dass ich die Firma wechsle. Es liegt an der Tätigkeit, die ich da mache, weil ich war dann in der letzten Zeit ja immer Verkäufer, was ich auch immer verkauft habe. Ja. Mhm. Ich habe bei Siemens Kommunikationsanlagen und Computer verkauft, bei Tennant riesengroße Industriereinigungsmaschinen, bei Uhu 10 Jahre lang Uhu-Kleber und zuletzt Toyotas, bis ich gemerkt habe, dass es nicht die Arbeitgeber sind. Und ich habe dann das letzte Jahr bei Toyota einfach auch beschlossen, okay, ich gehe durchaus mit Freude auf Arbeit. Es ist mir schon schwer gefallen. Aber ich habe mir gesagt, ich gehe mit Freude auf Arbeit, weil ich weiß, in dieser Zeit tue ich alles für die Vorbereitung für meine Selbstständigkeit. Da kriegt man auch ein ganz anderes Verhältnis plötzlich zur Arbeit. Ja. Also zu der ungeliebten Arbeit. Weil dann merkt man, okay, das hilft mir, mich vorzubereiten. Man muss ja auch Geld verdienen. Man will ja auch seine Miete zahlen. Ja? Meine große Tochter hatte durchaus auch den einen oder anderen Wunsch. Ja? Und so weiter. Also das kann man mit verknüpfen. Ja. Also, was ich aber noch sagen wollte, was ich noch empfehle, so als Therapie quasi. Mhm, da hatten wir mal ganz kurz auch drüber gesprochen. Aber jetzt möchte ich es den Leuten noch mal ins Herz legen. Von diesem Biophilia-Effekt hast du sicherlich schon mal was gehört. Mhm. Ja, das ist dieser Waldeffekt. Also der Wald hat ja einen unglaublichen positiven Einfluss auf die Gesundheit. Das wussten unsere Altvorderen schon. Jetzt hat das die Wissenschaft mal untersucht und da gibt es ein ganz interessantes Buch, Biophilia-Effekt, Waldeffekt, das kann man googeln, ich weiß es nicht, wer das geschrieben hat, das kann man googeln. Mhm. Und da haben die Wissenschaftler ja herausgefunden, die Pflanzen kommunizieren mit unserem Immunsystem. Mhm. Das ist irre, das ist ja irre. Ja? Die Pflanzen kommunizieren mit unserem Immunsystem und stärken damit unbewusst, also ohne dass wir das merken, unsere Widerstandskraft. Oder die haben herausgefunden, Bäume sondern bestimmte Stoffe ab, die gegen Krebs helfen. Also ich plädiere immer dafür, raus in die Natur, raus aus den vier Wänden und in den Wald oder in die Natur generell rein. Ja, manche haben ja keinen Wald. Man hat auch wissenschaftlich festgestellt, dass Menschen, die im Krankenhaus liegen und ins Grüne gucken, also auf Bäume gucken, schneller wieder gesund werden und weniger Medikamente brauchen als Patienten, die auf Gebäude oder Wände geschaut haben. Ganz klar. Das jetzt vor kurzem hast du gepostet. Ja. Mhm. Das bestätigt das ja, was wir jetzt auch sagen, dass ja auch die Seele was mit Gesundung zu tun hat. Und die Seele, ja gut, wenn die dann einfach mal entspannen kann, wenn man in so eine Landschaft guckt, na klar tut er das gut. Ja. Also mir hat das damals, als ich Tinnitus hatte, bin ich täglich in den Wald gegangen, in die Heide, in die Dresdner Heide. Ich war jeden Tag, auch bei Wind und Wetter, war ich zumindest mal 1-2 Stunden draußen. Die Heide, ich gehe mal in Schoner Grund. Schoner Grund war ich auch schon mit dem Hund. Ja. Jetzt bin ich mit dem Hund gegangen, mit meiner Partnerin damals. Aber damals war ich in der Heide, weil ich da näher dran war. Und das hat mir unwahrscheinlich gut getan. Das Stichwort Waldbaden. Das haben bestimmt schon einige gehört. Also raus aus die Natur. In die Natur rein. Könnt auch die Bäume umarmen. Habe ich auch schon gemacht. Ja, ich auch. Mach das auch immer. Ich umarme auch immer die Bäume, aber ich gucke dann immer, wie jemand kommt. Das wollte ich sagen. Ich hatte das letzte Mal da jemand beobachtet. Ein mächtiger Baum. Ich glaube, es war eine Eiche.
Wobei es egal, es spielt keine Rolle. Nee, aber wie groß der hat mir einfach. Hat mir gefallen. Der war so majestätisch, mächtig. Der war so. Der hat mir kraftvoll. Einfach gefallen. Kraftvoll. Weil er dir Kraft gibt. Und ich an den ran und so und gucke ich so nach. Beobachtete mich jemand. Der hat wahrscheinlich gedacht, jetzt ist da jemand ein bisschen wahrscheinlich. Es geht dann auch, wenn du den anfährst, ich umarme dich. Ja, da bin ich nicht rumgekommen. Ja. Aber okay, dann kann man sagen, okay, was macht mir das was aus? Ja, gar nichts. Letztendlich geht es um meine Gesundheit. Ja. Also raus in die Natur. Ja. Ja, also jetzt ja, das Stichwort noch. Das ist ein gutes Abschlusswort. Ich danke dir, lieber Thomas. Bitte sehr, liebe Jana. Für auch das spannende Jahr. Wir hatten ja tolle Interviews. Das ist ja absolut. Das letzte Interview in diesem Jahr. Ja, ist verrückt. Wie viele waren das jetzt? Na, das war jetzt das siebte, oder? Das siebte Interview. Sieben Interviews. Na, wir haben halt März angefangen. Ja. Genau, wir haben im März hast du angefangen. Und ganz ehrlich, Jana, darf ich dir das sagen? Das weißt du wahrscheinlich noch nicht. Ich wollte gar nicht. Naja, das wusste ich schon. Aber ich wollte, war der Punkt. Ja, das ist ja die Hauptsache. Ja, es war so, ich hatte viel zu tun, irgendwie, wie gesagt, mein Kind und so. Und dann war ich im März auch nicht ganz so in Form und wollte eigentlich. Ja, da ging es ja da gesundheitlich ja, sehr schlecht, ja. Auch nicht so prall. Aber es macht mir auch Spaß. Mir auch. Und das Feedback ist auch gut. Ja. Und das gefällt mir. Also ich bin ja eh so ein typisch Berater, auch gesundheitstechnisch. Ich will schon, dass es den Leuten besser geht. Und deswegen finde ich das ein gutes Format. Und wir haben ja fürs neue Jahr eh auch ein neues Format vor. Es wird nächstes Jahr auf alle Fälle weitergehen. Wie gesagt, Januar kriegt ihr noch die Jahresprognose auf YouTube. Und dann geht es in den Livestream. Ja, verrückt. Einmal im Monat Livestream auf Twitch. Switch, genau. Und darauf freue ich mich auch schon, weil das wird auch wieder so was ganz, ganz Neues. Ja. Und vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, worum es dann geht, was wir dann so für Monat bringen. Ja, wir haben so uns ja groben, ja. Wir haben uns ja überlegt, was könnte man machen. Ja, man hätte jetzt auch sagen können, okay, wir schauen mal in die Tierkreiszeichen rein. Ja, anfangen tut es ja mit dem Steinbock im Januar, dass man da einfach mal die Energie erklärt. Aber wir wollen ja, wir sind ja ein Gesundheitskanal. Richtig. Dass wir einfach mal den Bogen immer schlagen von der Astrologie zur Gesundheit. Ja, weil zum Beispiel Steinbock wird ja vom Saturn beherrscht und der Saturn beherrscht ja im Körper verschiedene Organe. Und wir wollen einfach mal darauf abheben, was könnte es für Symptome geben, wenn man eben Steinbock-Energie verdrängt. Steinbock-Energie, das heißt, es geht nicht ausschließlich dann nur um den Steinbock, nein. Sondern es betrifft alle. Es betrifft alle, weil jeder. Das heißt, jeder, ihr könnt trotzdem jeden Monat einschalten. Ja. Unbedingt, ist immer interessant. Weil jeder hat ja Saturn, also Entschuldigung, jetzt habe ich jetzt Steinbock. Steinbock wird ja von Saturn regiert. Genau, richtig. Und Saturn hat ja jeder in seinem Horoskop irgendwo stehen, also nicht nur die Steinböcke. Richtig. Ja? Und Saturn, wenn man den verdrängt, oder Steinbock-Energie, wenn man die verdrängt, macht Symptome, so wie wir es jetzt besprochen hatten. Und darum geht's. Verrat noch nicht zu viel. Ja, gut. In diesem Sinne, danke Thomas, danke für das tolle Jahr. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Und hoffe, dass da noch mehr Leute einschalten. Ja, klar. Danke. Alles Gute uns und dir. Danke, danke. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Wenn ihr unseren Kanal mögt, lasst uns doch einfach einen Daumen da. Abonniert uns oder hinterlasst uns eine kleine Spende. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr unsere Arbeit unterstützt. In diesem Sinne sage ich schon mal Dankeschön und bleibt gesund.